So, hallo meine Lieben, willkommen zurück zu LuffySan 1991 und willkommen zu Duelings Deutsch. Ja, übrigens vergesst hier nicht Twitch, Discord und Facebook. Und auch Hallöchen an die Duellantencrew, habe ich ja auch seit Ewigkeit nicht mehr gesagt. Was wollen wir heute machen? Wir wollen Luftballons steigen lassen und die Playsets voll machen von Visions of Ice. Ja, die Box habe ich mir zweimal schon gegönnt. Jetzt gönnen wir uns ein letztes Mal. Deswegen würde ich sagen, schraube ich den Sound mal ein bisschen runter. Mach den Sound mal aus. Und wir fangen an mit den ersten 10 Packs. Wir werden das Ganze so ein bisschen durchrushen. Ich werde so ein bisschen erzählen. So. Übrigens, ich war heute noch ein bisschen Pokémon Go spielen. Heute am Freitag. Da ist ja Regieis und so sind ja die legendären Pokémon sind ja da gekommen. Und neues Training-System gibt es jetzt auch bei Pokémon Go. Und wir waren ja jetzt dann 30 Spieler oder mehr an dem Abend, wo jetzt heute zum ersten Mal Regieis rausgekommen ist. Alter, what the fuck. Ja, ich glaube, ich spiele das Spiel ein bisschen, wieder so ein bisschen. Das macht doch Spaß, aber mal schauen. Ist auch nur so Zeitvertreib aus Langeweile und ein bisschen Sport machen nebenbei. So, schauen wir mal gucken, wie viel wir hier rausbekommen. Wir haben eine Secret Rare bisher. Ich will mehr. Vielleicht können wir uns ja ein paar Gems sparen. Das wäre ja nicht mal so schlecht. Ja. Ansonsten als Geburtstag alles gut überstanden. Am Montag, am 25. hat übrigens meine Mutter Geburtstag. Ja. Und am 10. Juni hatte mein Kumpel von mir Geburtstag. Ach ja. Ja, Juni ist so ein bisschen stressig. Für mich. So ein bisschen was Geburtstage angeht. So, da haben wir die Fallgrube, die habe ich jetzt auch schon dreimal, sehr schön. Ja, und wir werden nächste Woche noch ein kleines Opening haben. Da war der Trickreiche sehr schön. Von dem BD Tower Event. Und wir werden nächste Woche ein bisschen was mit Spellbook spielen. Also ich werde da ein, zwei Spellbook-Decks mal vorstellen, die ich schon so im Netz gefunden habe. Die will ich mal kurz mal ein bisschen anspielen. Eventuell habe ich noch Zeit, die eine oder andere Variante von mir auszutesten. Oder auch mal Gusto auszutesten. Oder auch mal das Eis-Thema hier. Müssen wir mal schauen. Falls ihr da schon irgendwelche Decks habt, gerne ab in die Kommentare oder mir per Discord als Screenshot oder so schicken. Das erspart mir Arbeit. So. Wir sind jetzt bei Pack Nummer 15, glaube ich fast. Sind wir gleich. Gucken wir mal, was wir bis dahin noch alles haben. Ja, was macht ihr denn so überhaupt derzeit eigentlich gerne? Neben Duelings und alles. Also ich persönlich spiele nebenbei noch ein bisschen Summoners War und auch Diablo 3 auf meiner PS4. Und ich warte immer noch darauf, dass mein PSN-Account aktiviert wird, weil der anscheinend gehackt wurde. Ach ja. Aber gut, ich würde es auch nicht mit langweiligen Geschichten langweilen. Von daher ziehen wir das Opening jetzt mal kurz durch. Ich bin ja mal gespannt, wann wir alle Secret Rares gezogen haben. Also die Secret Rare und die ORs. Wobei mir eigentlich nur die Secret Rares wichtig sind. So. Habe ich mich da etwa verrechnet bei den Gems? Ich glaube 4000 braucht man für 80 Packs. Ne, doch, alles gut, doch, alles super. So. Gut, dann kriegen wir jetzt hoffentlich alles. Ja, morgen bin ich wieder auf dem Locals, oder besser gesagt am Samstag, am 23. muss es gewesen sein, bin ich wieder auf dem Locals. Auch mit einem altbekannten Deck, sag ich mal. Das werdet ihr dann am Sonntag höchstwahrscheinlich sehen oder am Montag. Muss ich mal schauen, wie ich Zeit und Lust finde. Ah, hier haben wir die Kraft der Magie. Okay, sehr schön. So, vielleicht kriegen wir ja noch eine Secret Rare. Eine Super Rare, meine ich. Entschuldigung, ich verwechsel das immer. Ist halt TCG und Dings. Wir haben zwei Secret Rares. So, uns fehlen noch vier Secret Rares und eine UR. Okay. Ja. Die Packs wollen uns nicht mehr geben. Ich soll nichts sparen dürfen. Ach ja. Und hier fangen wir mit einer Secret Rare an. Super Rare, mein Gott. So. Dann. Das geben wir noch alles Schönes.
Ja, Drachensoldaten, die ich ganz okay finde, aber die sind auch nicht so toll. Ich habe auch schon genug über die Karten gelabert. Da könnt ihr mir aber ruhig mal in die Kommentare schreiben, habt ihr euch schon was davon geholt von dem Set? Spielt ihr Spellbook oder eins von den anderen Decks? Würde mich natürlich interessieren. So. Zwei Super Rare haben wir wieder. Ja, ich glaube jetzt aus den nächsten 10 Packs zwei Super Rare und eine UR zu ziehen ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt, wir werden wahrscheinlich alle ausgeben müssen. Schade, dann habe ich wahrscheinlich nichts gespart. Ach ja. So. Und über das neue Pack reden wir dann wahrscheinlich nächste Woche. Da haben wir den Spellbook Magier, sehr schön. So, kriegen wir noch was Schönes? Nein, kriegen wir nicht. Die letzten Karten sind in den letzten 10 Packs drin. Eigentlich könnte man jetzt ja immer nur ein Pack kaufen und dann gucken, wie viel Dams man sich noch sparen kann. Aber finde ich auch so ein bisschen langweilig. Deswegen öffnen wir gleich alle 10. Und hier kommt der Traueropfer. Sehr schön. Und dann haben wir auch bald die letzte Karte. Sehr schön, der Weißernachtdrache. Sehr toll. Super, super. Gut. Ja, den Rest kann ich eigentlich so wegklicken. Da kommt nichts Schönes mehr, leider. Wir haben das Beste schon gezogen und das Beste habe ich auch schon erklärt. Ja, die Box hat sich jetzt noch einmal zurückversetzt. Und wir haben alle im Playset. Yeah! Sehr schön. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo oder ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und vor allem sehen wir uns auch beim nächsten Mal im Stream wieder, wenn wir wieder ein bisschen Spaß haben wollen. Haut rein, bis dann. Ciao, euer Luffy.